Der Weltdachverband der Donauschwaben ist ein Zusammenschluss der weltweit verstreut lebenden Donauschwaben. Der eingetragene Verein hat seinen Sitz in Sindelfingen in Deutschland. Um das geistig-kulturelle Erbe der Donauschwaben zu erhalten und zu pflegen, organisiert der Verband persönliche Begegnungen auf internationaler Ebene. Das dritte Welttreffen des Weltdachverbandes der Donauschwaben fand in diesem Sommer in Ungarn statt. Der Sitz des zweiwöchigen Programmes war das Schiller-Gymnasium in Berishvar. Aber die Teilnehmer haben viele ungarndeutsche Veranstaltungen und schwäbische Gemeinden besucht. Donauschwaben ist ein Sammelbegriff für die vom Ende des 17. bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgewanderten Deutschen, deren Siedlungsgebiete längs des Mittellaufs der Donau lagen. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges flüchteten Zehntausende von ihnen und weitere Hunderttausende wurden vertrieben. Ein kleiner Teil der Donauschwaben ist bis heute im Donauraum geblieben. So findet man sie und ihre Nachfolger heute in vielen Ländern der Welt. Um die donauschwäbische Gemeinschaft zu stärken und Kultur und Identität zu bewahren, wurde 1983 in Ulm ein Weltdachverband der Donauschwaben gegründet. Er hatte und hat eigentlich bis heute Mitglieder in Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Kanada, Kroatien, Österreich, USA und Ungarn. Das dritte Welttreffen donauschwäbischer Kulturgruppenvertreter fand in diesem Sommer in Ungarn statt. Angemeldet haben sich Teilnehmer aus den USA, aus Kanada, Brasilien, Rumänien, Ungarn und Deutschland. An der Feier zum 20. Gründungsjubiläum des Landesrates ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen in der Arena in Veszprém waren sie alle dabei. Aus Ungarn ist schließlich der Landesrat Mitglied des Weltdachverbandes. Der Landesrat ist sehr wichtig, um die Kulturgut der Ungarndeutschen, der Donauschwaben weiter zu pflegen, weiterzugeben an die junge Generationen, an die Tanzgruppen, an die Chöre, an die Blaskapelle, dass das nicht verloren geht. Das ist sehr, sehr wichtig, was der Landesrat macht im Moment. Es finden ja solche Welttreffen des Öfteren in Ungarn statt. Ungarn ist ein guter Mittelpunkt, nicht? Ja, natürlich, weil in Ungarn sind noch sehr viele traditionelle Gruppen da, wo uns Donauschwaben noch zeigen, wie haben die Donauschwaben früher gelebt, wie haben sie gearbeitet. Zum Beispiel jetzt, wenn man die Hochzeit zeigen, wie haben die Schwoben ihre Hochzeit gefeiert früher. Im Rahmen des Welttreffens in Verisvár in Ungarn fand auch die Hauptversammlung des Weltdachverbandes mit Neuwahl des Präsidiums statt. Stefan Ihas wurde wieder zum Präsidenten gewählt. Bei mir liegen die Schwerpunkte die Jugend. Für mich ist die Jugend die wichtigste, was es gibt, um die Zukunft des Weltdachverbandes der Donauschwaben zu sichern. Und gibt es da gute Chancen oder verliert die junge Generation das Interesse, was ja durchaus zu verstehen ist? In Deutschland verliert die Jugend das Interesse. In Österreich gibt es überhaupt nichts mehr. Wo und was ist einmal in Brasilien, auf der Siedlung Entre Rios, hier in Ungarn. Aber ansonsten, die Banaderschwaben in Deutschland sind noch sehr stark, aber bei der donauschwäbischen Seite geht es langsam zu Ende. Ungarndeutsche Tanzgruppe gibt es nur noch eine in Deutschland. Und dann ist es Ende. Ich denke, die Banater sind aktiver. Die Banater sind aber später dahin gekommen. Ganz genau, die sind später gekommen und sind sehr aktiv. Es werden immer neue Gruppen gegründet und es läuft sehr gut bei der Banater noch. Gibt es geschätzte Zahlen, wie viele Donauschwaben überall zerstreut auf der Welt leben? Wie viele aus diesem Donauraum dahin gekommen sind, überall hin und wie viele sie heute sein können? Es gibt geschätzte Zahlen, so um die 100.000 bis 150.000 Donauschwaben auf der ganzen Welt. Es sind viele donauschwäbische Gruppen, wo in Vereinen drin sind, aber es gibt Leute, Donauschwaben, wo nicht in Vereinen drin sind. Ja, ja, weil sie kein Interesse mehr haben, oder? Ja, ganz genau. Ist kein Interesse. Was verloren geht, das ist die Sprache, nicht, wenn man nicht in Europa ist. Also in Deutschland verständlicherweise nicht, aber dort geht das andere verloren, nicht? Das ist ja, ganz genau. In Amerika, Kanada geht ja die Sprache verloren. Wo noch die Sprache wirklich da ist, ist in Brasilien, auf der Siedlung Entre Rios. Die Teilnehmer des Treffens in Ungarn sollen Tänze, Lieder, Bräuche der Donauschwaben, die in Ungarn bekannt sind und gepflegt werden, kennenlernen. Zum Teil sogar erlernen.
Sie besuchen ungarn-deutsche Kulturgruppen. Heute sind sie in Kleintorval bei der Füzes-Tanzgruppe und bei den Kleintorvaler Musikanten. Die ungarn-deutsche Volkstanzgruppe, die den Namen des Baches von Kleintorval trägt, ist genau 30 Jahre alt. Seit 20 Jahren leitet sie Juliane Sobo. Früher haben wir Tänze von verschiedenen Choreografen von Ungarn getanzt, aber seit 12 Jahren machen wir unsere Tänze selbst. Also unsere eigenen Tänze tanzen wir, die basieren auf den verschiedenen Schritten und Motiven, die in Ungarn, also von Ungarn-Deutschen getanzt werden. Woher die Bekanntschaft mit dem Weltdachverband der Donauschwaben? Wenn ich mich gut erinnere, vor 3 Jahren haben wir mit Stefan Ihas eine Besprechung und er hat uns auf der Bühne gesehen. Mit der Förderung des Weltdachverbands haben wir eine Einladung von Kalifornien, von neben Los Angeles in Anaheim, ist auch ein Verein. Und von ihnen hatten wir die Einladung. Und unsere Gruppe ist nach Amerika geflogen. Das ist jetzt die Erwiderung des Besuches heute Abend, oder? Ja, ich denke, also die Freundschaft und die viele Bekannte, eigentlich, ich kann es schon sagen, also unsere Freude sind von diesem Fest, wo wir verschiedene Gruppen und verschiedene Mitglieder von Gruppen, also viele Jugendliche, kennengelernt haben von Kanada, von Amerika. Die sind jetzt da und als alte Bekannte haben wir einander begrüßt. In der Füzes-Tanzgruppe seit 25 Jahren und seit 10 Jahren mache ich die Tanzgruppen, also wir leiten die Tanzgruppe mit Juliane Sabo zusammen. Und ist ein deutscher Name? Stammen Sie aus diesem Ort und aus einer deutschen Familie? Ja, Bund ist ein ungarn-deutscher Name und ich stamme aus Kleintorval. Ja. Womit beschäftigen Sie sich ansonsten außer Tanzgruppenleitung? Ich arbeite bei einer deutschen Firma, die haben eine Tochtergesellschaft hier in Ungarn. Wir produzieren Verpackungsmaschinen und da bin ich eine Abteilungsleiterin. Wir machen das sehr gerne, dieser Kameradenschaftsabend heute hier in Biotorbad. Und Stefan und Anna sind wir seit drei Jahren gut befreundet und sie haben gedacht, es wäre schön, hier in Biotorbad diese Feier zu machen heute. Es sind viele Leute dabei, die letztes Jahr wir in Amerika getroffen und kennengelernt haben. Die sind jetzt hier. Also wir sind jetzt schon Freunde, können wir schon sagen. Ich stamme aus dem jugoslawischen Banat und heute lebe ich mit meiner Familie in Ludwigshafen am Rhein. Die jungen Leute aus Amerika, die ja zum Teil kaum noch ein deutsches Wort sprechen, ich meine, ihr habt das Problem hier auch, ihr wisst es auch, wie das ist. Und, aber dass die jungen Leute mit solch einer Begeisterung dabei sind, die Kultur zu pflegen, meine persönliche Überzeugung ist, dass ich diese donauschwäbische oder schwäbische Kultur, wie wir sagen, in Amerika, in Brasilien, länger erhalt als in Deutschland. Und darunter verstehen Sie aber Lied gut, Tanz gut und sowas, also nicht die Sprache? Lied gut, Tanz gut, die Sprache bedingt, ja, die Sprache bedingt. Ich bin schon zum dritten Mal hier. Wir waren das erste Mal in 2007 in Pilisch-Verschwar und dann in Harkan und jetzt wieder in Pilisch-Verschwar. Wurden Sie schon in Amerika geboren? Nein, ich bin bin in Bayern geboren. Meine Eltern haben sich nach dem Krieg getroffen in Bayern und dann, wie ich 6 Jahre alt war,
haben sie uns nach Amerika genommen. Woher kommen ursprünglich die Eltern? Meine Eltern sind aus der Banat, serbische Banat. Bei uns geht es die großen Städte, wo wir die Hauptclub haben. Cleveland, Detroit, Los Angeles, Chicago und so weiter. Die sind noch sehr, sehr stark. Die haben genug Mitglieder noch von der jungen Generation jetzt. Die Sprache ändert sich. Die jungen Leute sprechen alle Englisch. Die Einwanderungsgeneration, was nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika kam, die verschwindet schon langsam. In den nächsten 4 Jahren habe ich vor, mit unserem Vorstand etliche Tanzlehrer aus Ungarn und Hansi Müller aus Rumänien nach Amerika zu bringen, dass wir dann in Amerika einen Lager machen, so wie hier, wo die Lehrer zu uns kommen. Wir sind die Heimat-Tönen-Kapellas der Gemeinde Schörling. Wir wünschen zu diesem heutigen Abend für jeden gute Unterhaltung und viel Spaß. Gutem Essen und dem anspruchsvollen Programm der Kleintorwaler Tänzer und Musikanten tanzen die Teilnehmer des Welttreffens auf dem Parkett. Ich bin in Jugoslawien, also Serbien, geboren, Franzthal, Semlin, Beograd, in dieser Gegend. Wir wurden in 1944 ausgewiesen. Wir waren in Salzburg in Österreich für längere Zeit und dann mit 19 Jahren bin ich nach Kanada ausgewandert mit den berühmten $20 in der Tasche. Wir haben ungefähr 40.000 Donauschwaben in Süd-Ontario. Das ist die Gegend, wo die meisten angesiedelt wurden. Und diese sind vertreten momentan in 5 Clubs. Wir hatten schon die Höhe waren 13 Clubs in unserer Gegend, aber eben durch die Zeit und das Aussterben der älteren Leute, da verringert sich das. Nicht? Wir haben Probleme mit unseren Nachkommen. Ja? Die Jugend ist nicht so begeistert, aber wir schaffen das. Wir haben eine Jugendgruppe, wir haben Kindergruppen und die 5 Vereine sind sehr aktiv. Wie lange wird es in Kanada noch einen Schwabenverband oder diese deutschen Clubs geben? Ist dieser Welttagverband und die Zugehörigkeit in 40, 50 Jahren noch aktuell? 40, 50 Jahren weiß ich, kann ich nicht garantieren. Aber 20 Jahre auf jeden Fall. Der Tanz, den die Vertreter der hauptsächlich amerikanischen und kanadischen Kulturgruppen in Berishwar von Ungarndeutschen und Rumäniendeutschen Tänzern erlernt haben, wird auch jetzt einmal geübt. Musik.